Das Telefon 6915 ist ein Tischtelefon, das eine schnelle Anrufabwicklung ermöglicht. Bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen, muss Ihr Systemadministrator einige wichtige Funktionen konfigurieren. Sehen wir uns Ihren 6915 Telefon genauer an. Ihr Telefon 6915 wird mit einem schnurgebundenen Hörer geliefert. Neben dem Hörer befindet sich ein Softwarebildschirm. Es handelt sich nicht um einen Touchscreen. An der Seite und an der Unterseite befinden sich physische Tasten, die den auf dem Softwarebildschirm angezeigten Wörtern entsprechen. Viele der Aufgaben, die Sie mit Ihrem Telefon ausführen, werden mit diesen Tasten erledigt. Der Softwarebildschirm verfügt über eine Symbolleiste mit Statussymbolen für eine Vielzahl von Funktionen, darunter Status Ihrer Netzwerkverbindung, Voicemail-Anzeigen, Anzeigen für verpasste Anrufe und Ihre Durchwahlnummer. In der Mitte des Bildschirms befinden sich die auf Ihrem Telefon verfügbaren Tasten. Die Tasten können sein: Ihre primären Telefonleitungen, klicken zusätzliche Leitungen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, allgemeine Operationen wie Kurzweilen durchführen. Das Navigationsrad wird verwendet, wenn eine Liste von Optionen und Pop-up-Fenstern auf Ihrem Softwarebildschirm angezeigt wird. Klicken Sie auf das Navigationsrad, um eine weitere Seite mit Tasten anzuzeigen. Insgesamt 6 Tasten pro Seite, also insgesamt 12 Tasten, können über mehrere Tastenseiten hinweg programmiert werden. Die Softkeys am unteren Rand des Bildschirms ändern sich je nachdem, was Sie mit Ihrem Telefon tun. Im Ruhezustand des Telefons sind die Tasten Hotdesk und Wahlwiederholung verfügbar. Die Wahlwiederholung ruft die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Mit Hotdesking können Sie sich selbst den Telefon mit Ihrer Nebenstelle zuweisen. Bitte sehen Sie sich unser zusätzliches Video über die Verwendung der Hotdesk-Funktion an. Unterhalb des Softwarebildschirms befinden sich die Tasten auf beiden Seiten der Wähltastatur. Auf der linken Seite befinden sich folgende Tasten: Kontakte. Hier haben Sie Zugriff auf Ihre geschäftlichen, persönlichen und, falls integriert, auf Ihre Mobiltelefonkontakte. Anrufliste zeigt alle empfangenen, betätigten und verpassten Anrufe an. Voicemail ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Voicemail-Box. Sie können Ihre Sprachnachrichten über ein aufgezeichnetes Voicemail-System abhören. Einstellung. Hier können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass es optimal für Sie funktioniert. Unter Einstellungen finden Sie Optionen wie Konnektivität, Audioeinstellungen, Display-Einstellungen und Sprache. Und die Lautstärkeregelung, mit der Sie die Lautstärke des Klingeltons und des aktiven Audiopfads, zum Beispiel des Hörers, einstellen können. Auf der rechten Seite befinden sich folgende Tasten: Anruf beenden. Damit können Sie die Verbindung zu einem Anruf beenden, unabhängig von Headset, Freisprecheinrichtung oder Hörer. Die Wahlwiederholung ermöglicht den Zugriff auf zuvor gewählte Nummern. Um die zuletzt gewählte Nummer schnell wieder zu wählen, drücken Sie zweimal die Wahlwiederholungstaste. Halten setzt einen Anruf in die Warteschleife. Stummschalten schaltet Ihren Ton stumm. Und die Unschalttaste für Lautsprecher und Headset. Mit dieser Taste können Sie zwischen Freisprecheinrichtung und Headset umschalten. Auf der Rückseite des Telefons finden Sie 6 Anschlüsse. Den Stromanschluss. Der Stromanschluss wird benötigt, wenn die Stromversorgung über das Netzwerkkabel nicht möglich ist.
Netzwerkanschluss. Dieser Anschluss stellt die Internetverbindung für Ihr Telefon her. Computeranschluss, der verwendet wird, um das Netzwerksignal durch das Telefon zu leiten, wenn die Netzwerkanschlüsse in einem Büro begrenzt sind. Headset-Port, der zum Anschluss von kabelgebundenen Headsets dient. Höreranschluss, der den Anschluss eines kabelgebundenen Hörers ermöglicht. Und ein USB-Anschluss.